Umweltingenieurwesen Bau. Der Studiengang ist an der Schnittstelle zwischen Bauwesen und Umweltingenieurwesen. Aus dem Grund heißt er Umweltingenieurwesen Bau. Es gibt Grundlagenveranstaltungen aus dem Bereich Bauwesen und Grundlagenveranstaltungen aus dem Bereich Umweltingenieurwesen. In den späteren Semestern kann man sich dann fokussieren auf unterschiedliche Bereiche. Wir haben Schwerpunktveranstaltungen in den Bereichen nachhaltiges Bauen, Umwelttechnik, Verkehrswesen und auch Wasserwesen. Wir haben ganz unterschiedliche Lehrveranstaltungen und Lehrveranstaltungstypen. Das heißt, wir haben Seminare, Exkursionen, Laborveranstaltungen, Vorlesungen, Rechenübungen, ganz viele verschiedene Formate mit ganz unterschiedlichen Inhalten. Laborveranstaltungen bedeutet, dass wir uns in unseren Laboren am Campus befinden und unterschiedliche Sachen untersuchen, zum Beispiel Wasserqualität oder umwelttechnische Parameter oder uns auch Strömungsverhältnisse in Strömungsrinnen angucken. Ein gewisses Matheverständnis ist schon hilfreich, um im Studiengang erfolgreich zu sein. Wir haben auch in den ersten beiden Semestern Mathe-Module, aber wir haben sehr gute Lehrende, die einen auch sehr dabei unterstützen, da durchzukommen. Man kann in ganz unterschiedlichen Bereichen arbeiten, in Planungsbüros, in Behörden, in Unternehmen der Ver- und Entsorgung, also sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten und Gestaltungsspielräume. Wir haben an der Jade Hochschule sehr gute Betreuungsverhältnisse. Wir haben über 200 ProfessorInnen, die über 6000 Studierende betreuen und dadurch können wir kleine Gruppen gewährleisten. Der Studiengang ist zulassungsfrei, das heißt, wir haben keinen NC. Man schreibt sich einfach ein, passend zu den Fristen. Wir nehmen einmal zum Wintersemester auf, das heißt, 15.09. ist die Einschreibefrist für diesen Studiengang. Alle weiteren Infos auf der Webseite. Das Studium kostet ungefähr 350 Euro im Semester. Das ändert sich natürlich jedes Semester ein bisschen und dazu gehört zum Beispiel das Semesterticket und andere Verwaltungsbeiträge. Der Studienort ist Oldenburg. Das Studium dauert 7 Semester, das heißt, in der Regelstudienzeit ist man nach 3,5 Jahren fertig. Ja, man kann ins Ausland gehen. Wir haben den Bachelor extra so konstruiert, dass man auch sich extra einfach Leistungen aus dem Ausland anerkennen lassen kann. Wenn man das Studium erfolgreich beendet hat, hat man den Abschluss Bachelor of Engineering.